Mal kurz fokussieren. Ja, sollte passen. Jo Leute, was geht ab? Jetzt wie es rollt, back on YouTube. Ich habe in letzter Zeit eigentlich auf meinem YouTube-Kanal sehr viele Videos geplant. Bin auch fleißig am Schneiden. Das ist ein ganz kurzes Informationsvideo. YouTube ist gerade das berüchtigte Thema über Uprates Auto. Es geht halt darum, dass sein Auto gestohlen worden ist. Jetzt kommt die persönliche Nachricht an die Liebe. Ihr habt keine Chance mehr. Ihr kommt nicht mehr raus aus Deutschland. Ihr kommt gar nicht mehr raus aus Deutschland. Ihr seid fest. Ihr seid hier fest. Es wird komplett auf euch gefahndet. Der Wagen ist komplett unsicher, ich sag's euch. Deshalb auch diesbezüglich dieses Video, weil ich möchte in diesem Video Upright helfen, seine Angehörigen helfen, seine Familie helfen, dass sie sein Auto wiederfinden. Ich habe ein Video gefunden, das mich ein bisschen bestürzt, sowie ein bisschen nachfragig macht. Ich würde euch gerne mal dieses Video zeigen, diesbezüglich noch davor das Auto von Upright, das Kennzeichen von Uprights Auto und dann das Video, was ich gesehen habe. Und es ist echt, muss ich ehrlich zugeben, komisch. Mein Range Rover wurde leider geklaut. Wie viel kostet das Auto? Keine Ahnung. Und wie viel haben die gezahlt? Auch keine Ahnung. Was haltet ihr davon, Leute? Ich werde dieses Video natürlich auch unter Uprights seine Videos markieren, damit auch irgendwie er dieses Video sieht. In diesem Sinne, Leute, ich hoffe, ich habe mithelfen können. Ich habe echt keine Worte dazu, weil ich selbst besitze, wie gesagt, ein eigenes Auto und ich würde nicht gerne wollen, dass ich in der Früh, wo ich gerne zur Arbeit oder zur Schule fahre, rausgehen und danach mein Auto nicht finden. Es ist echt übelkrank. Na dann bedanke ich mich nochmal für alles. Peace out, Leute. Und wie gesagt, morgen bzw. auch übermorgen kommen krasse Videos auf euch zu. Mit der coolen Cam. In diesem Sinne, peace out.